Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute wieder mit Markus. Und das, was ich dir gerade draußen als Kompliment gemacht habe, dass bei dir alles sehr ordentlich, sauber, handwerklich korrekt gemacht scheint, spiegelt sich hier in deinem Filterkeller genau wieder. Man kommt rein, man kann durchatmen, es stinkt nicht irgendwie modrig, vergammelt, dass da irgendwie die ganze Zeit Wasser steht. Es ist auf den ersten Blick gut verrohrt von jemand, der sowohl Lust hat, handwerklich zu arbeiten, als auch sich die Zeit dafür nimmt. Dein Teich ist 12 Jahre alt, die Abdeckung, deine 10. elektrische 10. Die letzte Filterausbaustufe ist wie lange her? Ich habe den heuer neu gemacht, weil ich einen alten Trommelfilter hatte. Der hat mich nur noch genervt, der musste dann raus. Warum, was war's, Hauptding? Ausgestiegen ständig? Ja, da war der Getriebemotor, war schon relativ schwach und K.O. und der hätte auch Vermögen gekostet. Und ich sagte, nee. Und 10 Jahre alt? Mindestens, ja. Aber dann darfst du mit dem Gerät ja auch mal kaputt gehen. Den habe ich dann also gekauft und der war dann einfach fällig. Ja. Da war dann früher, waren auch beide, die Kammer und die Kammer war getrennt. Da war zu dem Filter, da war ein kleiner Vortex dazu. Der war da dran und zudem war einfach ein Trommelfilter, dass ich beides getrennt hatte. Okay. Und jetzt habe ich halt alles zusammen und hinten gespürt. Ist das ein Genesis oder? Nee. Nee. Ah, okay. Also auch ein Bürstenkranz. Ja. Und da ist die UV-Lampe drin, von der wir es vorher hatten. Soll ich die ausstecken? So. Also hier ist die UV-Lampe einfach. Cool. Und das hast du. Und da hast du aber normal noch eine zweite. Ja, genau. Aber das ist ja das, was Markus im vorangegangenen Blog gesagt hat. Er hat gemerkt, dass sein Teich trüb wird und dann hat er die Pumpleistung reduziert. Dadurch fließt weniger durch den Vortex und damit hat er eine bessere Anstrahlung. Und ich will jetzt nicht klugscheißen, aber so wie er die Tauch-UVC eingebracht hat, kommt es eigentlich im normalen Reaktor relativ ähnlich. Das Wasser fließt vertikal daran vorbei und nicht, wie es viele machen, wenn das Wasser, quasi, wenn sie so drin liegt und das Wasser kommt irgendwie von unten und da dran vorbei, sondern man hat hier schon eine einigermaßen Anströmung. Ja, weil dann ist ja der Weg noch kürzer. Das ist ja genau das, warum die Scheißdinger nie funktionieren, ja. Und sich die Leute dann, die bezahlen dann einen Haufen Strom und Zeug und am Ende ist es gerade für nichts, ja, genau. Für gar nichts. Ja. Also deine 4 Zulaufleitungen kommen hier rein. Müssen dadurch den Bürstenkranz, der Bürstenkranz überholt ja nicht bei weitem den ganzen Schmutz raus. Eigentlich so gut wie alles. Wie viel fütterst du am Tag? Also im Sommer 700 Gramm. Wow. Und wo geht's nach dem Ding hin? Er geht dann hinten in das 200er Rohr. Ja. Vom Herzlöscher Schatz. Und von dem 200er Rohr geht dann der 125er da hinten rein. Ah, okay. Jetzt erklärt sich das. Du hast hier einen Patronenfilter. Ja. Ja. Kann ich das da anlehnen? Ja. Danke. Du hast hier einen Patronenfilter. Und jetzt sind wir eben wieder genau an dem Patronen, wo quasi drüber angesaugt wird. Vielmehr, hier läuft es per Schwerkraft durch. Um in die Kammer zu kommen, muss das ganze Wasser durch die Patronen. Und das ist natürlich ein hocheffizienter mechanischer Filter. Ja, also ich habe im Sommer, wie ich die großen hatte, ja schon weit über Kilo gefüttert, da bleibt nichts übrig. Da bleibt nichts übrig, aber wie oft musst du sauber machen? Wenn ich ganz ehrlich bin, nee. Also durchspritzen durch nach alle paar Wochen einmal, weil am Boden immer so ein bisschen Mulm, sag ich mal, ist, so ganz feines. Ja. Aber die Patronen an sich sauber machen, also vielleicht 2 mal im Jahr. Alter, dein Wasser ist aber wirklich schon kalt. Und da unten ist er wieder Mulm. Und das ist aber im Prinzip genau das Prinzip auch von einem Bürstenfilter. Irgendwann sind da so viele Kleinstlebewesen drin, ob Bakterien oder Pantoffeltierchen, Hausschuhtierchen, die im Prinzip den ganzen Kot auch wieder zersetzen. Wenn das mal in einem biologischen Gleichgewicht ist, dann ist es wie mit Ammoniumnitrit. Das, was reinkommt, wird einfach abgebaut. Von hier geht es wohin? Von hier geht es dann in die größten Pfusch, wo ich eigentlich habe, in den Schlauch. Mhm. Leider. Und ja, da gebe ich dir recht. Und ja, aber ich bringe das schlecht weg. Irgendwie. Du hast so dünne Rücklaufleitungen. Ja, das sind die 2 dünnen, die wo am Boden dann reinkommen und von dort teilt sich dann quasi auf, die 2. Die gehen am Boden. Rein. Genau. Okay, du hast es schon richtig gesagt, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Dass du in dem Schlauchstück, wie viel Wasser haust du dadurch? Wahrscheinlich nicht mehr als 7.000, 8.000 Liter. Ja, also 10, also die Pumpe ist 22.000, also theoretisch könnte sie vielleicht ein bisschen mehr, aber ob sie übrig bleibt, weil der bremst 7, doch gewaltig. Ja, ja. Das bremst. Also, du bist einsichtig, dann lass mich in Ruhe. Ja. Wenn du dich jetzt auf die Hinterbeine gestellt hättest, wäre das hier ganz anders ausgegangen. Okay. So, Spaß beiseite.
Und so. Von wo kommt das Wasser? Auch von da? Das kommt auch von den 100, von den 200er Rohr, das teile ich ab, das geht auch mit einem 125er da hinten rüber und geht dann da unten rein. Also das Wasser kommt auch von hier? Nee, vom Böschenfilter. Vom Böschenfilter. Ah, okay. Das geben da hinten wir dann 200er raus. Mhm. Und dann über dann das auf, Grüne hier? Und über die zwei Grünen geht es dann rein. Über die zwei Grünen geht es unten rein? Ja. Und dann muss es da durch, da? Und geht dann von da in die Pumpe und wird dann ausgepumpt. Mhm. Also, das Ding hat System, hat Logik, ist auch gut gebaut. Aber das ist jetzt Biologie, was ich immer sage, 1 und 1. Gibt manchmal 2, in den meisten Fällen irgendwas zwischen 4 und 8. Manchmal 0 und manchmal 10. Ich hatte auch schon gar keine Japanmatten drin und hatte es komplett mit Helix voll. Hatte ich auch schon. Und dann war es Wasser drin. Und, aber durch das, dass ich ja nur einen Vortex habe, gehen doch ab und zu mal so ganz kleine Fadenalgen durch. Mhm. Die fängt natürlich das Helix nicht. Nee, aber und die habe ich dann wieder im Filter, also im Teich. Aber die Japanmatten machen das komplett raus. Deshalb habe ich das irgendwann mal getrennt. Aber ich finde es spannend. Ich sage wahrscheinlich, was den Teich der Arsch rettet, was die Klarheit angeht, sind die Patronen. Die Patronen. Aber es fließt ja nur maximal die Hälfte von deinem gesamten Filterstrom durch, darüber. Ja. Ja. Das ist das klassische Expertensystem. Ich finde es spannend, dass du dich von deinem Trommelfilter getrennt hast. Ja. Und im Prinzip eine Gase mit 40, 60, 80 Mikrometer bespannt und alle 10 Minuten freigespült, dich davon trennst und auf einen relativ groben Bürstengang, wo man im Prinzip nicht von Mikrometer Durchlassgröße spricht, sondern von Millimetern bis Zentimetern. Ja. Und dass du da drauf setzt und das ist einfach super funktioniert. Und das Einzige, was ich dir sagen kann, oder was würdest du tun, wenn jetzt ab nächstem Jahr der Teich nur noch trüb werden würde? Was wäre deine erste Lösung? Wenn du sagst, deine Futtermenge ist jetzt so hoch, dass dieses nur die Hälfte des Filterstroms über die Patronen, dass es nicht funktioniert? Das ist jetzt gar keine richtige Lösung, weil ich einfach weiß, dass es immer geht. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst ändern könnte. Genau hier auch einen Patronenfilter reinbauen. Und damit ist der Fall erledigt. Das hat dann mir hast du hier überlegt. Einen Grobfilter. Wir waren heute schon mal an so einer Anlage, wo ich sage, das ist im Prinzip ein Grobfilter, ein Vorfilter, ein Laub- und Algenfänger und die ganz großen Kotpartikel. Und die Patronen, die können was, die können wirklich was. Und dann einfach, man kennt ja die ganzen Oasefilter, die funktionieren auch. Genau. So, dann hier Patronen, da Patronen und dann bist du fein raus. Und ich würde mir sogar überlegen, also die Filterabbauleistung da drüben, das ist 10-fach von denen. Mhm. Würde ich mir sogar überlegen, wenn ich Langeweile habe, ob ich das dann nicht mal machen würde. Okay. Aber was mich echt mega begeistert ist, A, du hast einen Plan und du hast die Fähigkeit, den Plan wirklich Realität werden zu lassen und setzt es um. Finde ich toll. Auch so Kleinigkeiten, wie du, weißt du, hier, man macht hinten einfach an das Ding ein Scharnier hin und an der Wand ist ein Ding, wo man es festmachen kann. Und wenn ich es machen würde, ich hätte halt einfach eine Platte drauf und dann fliegt sie wieder raus und dann läuft man rückwärts in der Kamera raus, fliegt zweimal fast auf die Schnauze und der gemeine Blog-Zuschauer weiß, was ich meine. Aber das ist halt einfach das Detail, das finde ich einfach gut. Was bist du vom Beruf? Magst du machen? Ich nicht. ja, du hast andere Fähigkeiten. Werkzeug kaputt machen. Ja. Werkzeug kaputt machen, sagt Sascha. Denk dran, du fährst noch 3 Stunden im Auto mit mir heim. Mit Glück wirst du mit mir heimfahren. Nee, toll. Jetzt wünsche ich mir nur eins, dass du dir einmal ein Konishikoi kaufst und dass du irgendwann unser Futter ausprobierst. Musst du aber beides nicht. Wir sind hier nicht, um Werbung zu machen. Ich hatte schon Futter schon mal geholt. Ja? Ja, also ich hatte es im Keller. Also im Keller, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gedacht, es trübt mir so Wasser. Wie lange ist das her? Bestimmt so 4, 5, 6 Jahre. Ja, wir haben ein ganz neues Futter neu entwickelt mit allem drum und dran. Probier es aus, verspreche ich dir, du wirst mega begeistert sein. Sascha, organisier bitte, dass Markus 5 Kilo Futter bekommt. Anfixen. Ja, okay. Aber fütter es bitte nur, wenn du dir im Klaren darüber bist, dass du vielleicht danach nichts anderes mehr füttern wirst. Na ja, das wird man dann sehen. Okay. Ich will das jetzt hier machen. So. Dann schön. So.
angemalt. Bitte, bitte. Ciao.